Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe dich. Das schneide ich raus. Oh Gott. Hallihallo, hier ist mal wieder eure Korazu. Und heute machen wir ein bisschen was anderes, wie ihr vielleicht schon seht. Und zwar werden wir heute Murphy treffen. Wer ist Murphy? Ist ein nettes kleines Projekt. Ihr kennt vielleicht den Aginator. Das war ein Online-Programm, der eure Gedanken lesen konnte. Sprich, ihr habt eine Person gedacht, hat euch eine gewisse Anzahl an Fragen gestellt und am Ende konnte er euch sagen, an wen ihr denkt. Und das funktioniert erschreckenderweise. Das ist ein logischer Rhythmus, der auch lernt. Dann gab es später den Cleverbot. Das war so etwas ähnlich. Der kann halt wirklich realistische Antworten auf eure Aussagen machen und lernt auch, früher ging er nur auf Englisch, inzwischen geht er auf viele Sprachen. Und ja, jetzt gibt es sowas wie Murphy, der, sieht man hier schon im Bild. Ja, ein Roboter, der sich etwas vorstellen kann und darum geht es auch. Hier sieht man zum Beispiel What-If-Fragen. Wir werden es gleich sehen. Ich habe auch auf meinen Facebook-Seiten damals, heute, euch nach so ein paar Was-wäre-wenn-Fragen gefragt und die werde ich jetzt auch hier reinarbeiten. Dafür waren sie also da. Man kann ihn halt auf Skype, Messenger, Telegram sich holen, einfach adden. Und dann kann man ihnen Fragen stellen und er macht dann etwas ganz Lustiges, das werden wir uns anschauen. Hier nochmal kurz zu seiner Story, das ist eine der Sachen, die er machen kann. Hier hat man zum Beispiel gesagt, was wäre, wenn Charlie Chaplin einen wirklich langen Bart hätte. Das wäre. Und dann gibt es jede Menge, er hat Einstein und Beethoven gemischt. Er erstellt halt für einen Bilder, hier hat man so ein bisschen die Erfinder, die dahinter stehen. Ja, dann haben wir das erstmal gezeigt und da haben wir ihn schon. Ich habe ja so ein paar Punkte geschrieben, dass man nicht sieht, was ich vorher da oben so gemacht habe. Und dann wollen wir auch anfangen. Ich muss hier nur schnell ein Fenster loswerden. So. Und dann wollen wir anfangen. Ihr habt ja fleißig ein bisschen was geschrieben. Und das möchte ich auch mal eingehen. Man muss halt mit dem hier immer noch in Englisch sprechen. Ich kann gerade nicht tippen. Peace really happen. Also ganz einfache Frage, was wäre, wenn der langersehnte Weltfrieden doch kommen würde? Wir fragen mal Murphy. Es kann natürlich sein, dass er keine Antwort hat, aber er hat eine. Und man kann es halt hier noch so ein bisschen dann bewerten. So, das Bild laden wir uns mal runter, dass wir es auch im Groß sehen. Huch. Das wäre, wenn der Weltfrieden auf einmal wäre, aber irgendwie zeigt das Gegenteil. Ich glaube, Murphybot hat uns nicht verstanden. Also, falls ich hier gerade ganz schlechtes Englisch mache, es tut mir leid, mein Englisch ist nicht das Beste. Ist jetzt weniger lustig gewesen. Versuchen wir das nächste. What if Spider? What? Ne? What? Eat. Screaming Woman. Zack, fragen wir mal wieder. Also, was wäre, wenn eine Spinne eine schreiende Frau essen würde? Ah, das weiß er nicht. Okay. Versuchen wir das nächste. Da wurde auch eine andere Frage gestellt. What if you... Natürlich denkt jetzt der Cleverbot, dass sein Channel ist, aber egal. What if your channel... What totally famous. Hoffen wir darauf eine Antwort. Wenn nicht, wird es langsam ein bisschen öde. Aber ich habe noch ein paar andere Fragen vorbereitet, wo ich auch weiß, dass was passiert. Da lernt er auch erst. Okay. What if Netflix? What? Na, ich kann nicht tippen. What? Genau. Was wäre, wenn Netflix aufhören würde? Ich selber, wüsste schon ein paar Leute, die dann wahrscheinlich in dem nichts mehr zu anfangen wüssten. Na, hier dauert jetzt die Antwort ein bisschen.
Manchmal dauert es ein bisschen, weil er grundlegend funktioniert er wohl so, dass er über Google die erstbesten Bilder sich raussucht. Aber scheinbar kommt jetzt gar nichts. Na ja, gut, dann überspringen wir die auch. Mensch, da habt ihr schlechte Fragen gestellt. Nein, Spaß. Es gibt keine schlechten Fragen. Wir probieren es einfach mal aus. Es ist halt ein Projekt, das gibt es noch nicht so lange. Und es lernt ja, wie es selber sagt. Es ist wie der Cleverbot. Der hat auch mal klein angefangen. What if we all live in peace? So. Fragen wir halt das. Vielleicht hat er darauf eine Antwort. Nein, auch nicht. Ach Mensch, okay. Dann mache ich jetzt was, was ich schon mal gemacht habe. Floyd ist Crafter. Na, komm, Crafter. So. Also so Personen mischen, das kann er mit am besten. Und dann schauen wir mal. Okay. Le Floyd erkenne ich, Concrafter nicht, aber es wird wahrscheinlich sein Körper sein von Concrafter. Okay? Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Also da hat was Vernünftiges rausgemacht. So, what? Na, what if Superhero is a cat? Einfach mal gefragt, was für ein Superheld eine Katze wäre. Schauen wir mal, auch da hat doch direkt wieder was. Töte mich. Okay. Ja. Okay. So. Wir hatten ja eine Frage. Ja, Quatsch. What if... Was wäre mit meinem Channel? Da hat er nichts gewusst, aber wenn wir versuchen, mal meinen Namen einzugeben. Wobei, warum schreibe ich von Moos eigentlich groß? So. Vielleicht kann er damit dann was anfangen. Weil mein Channel oder Your Channel ist ja ein bisschen keine Sache, die er wahrscheinlich bei Google findet, aber das findet er wahrscheinlich auch nicht. Okay, what if Corazu ist. Jetzt sind wir mal ganz überheblich. Was wäre, wenn ich in Wirklichkeit krank wäre? Aber dann scheint... Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Murphy, vielen Dank. Ihr wisst nicht, ich wusste es. Okay. Was kann man noch machen? Ah ja, we are all stupid. Ich habe das Fragezeichen vergessen. Das ist ihm egal. Okay, warum tippe ich dann immer? Was ist das denn? Moment. Nein, das ist noch. Das ist hier noch. Was ist, wenn ich krank wäre? Okay. Ach, da bin ich. Das, da. Also, was heißt bin ich? Das bin ich nicht, aber da ist was reingearbeitet worden. Okay. Wer ist das? Oder was ist das? Also da haben sie auf jeden Fall was reingesetzt, also hat mir überall was reingesetzt, aber ich, also ich bin das nicht. Aber irgendjemand ist die Cora so auch nennt, okay. Grundlegend finde ich das Bild irgendwie schön, also cool gemacht. Also zu den Sachen, die er let's played. Also das alles rund um, jetzt will mir die Firma wieder nicht einfallen, Deponia, Harveys Augen. Nein, der Schüler fällt mir jetzt nicht ein, egal. Aber, okay, warum setzt das nicht dann auf, egal. Dann noch die Frage beantwortet. Da macht er anscheinend nichts. Okay. What if this will be never end? Was ist, wenn es niemals enden wird? Okay. Aber ich denke mal, da wird jetzt. Oh, doch, da hat er eine Antwort drauf. Okay. Was hat er, hab ich da was falsch eingetippt? What if this will be never end? What if this...
Okay. Hat er irgendwas anderes draus gemacht? Egal. Ich weiß nicht, wen er da genommen hat, aber er hat ein Gesicht drauf geklatscht. Erkenne ich jetzt auch nicht. Mein Promi-Wissen ist schlecht. Ich gebe es nicht zu. Das ist schlecht. So. Okay, ach Mensch. Das sind jetzt meine Ideen ein bisschen ausgegangen. Was kann man noch machen? Ich werde jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen zusammen schnippeln. Also kleine Pausen sind egal. Haben wir noch irgendwelche Berühmtheiten? Nehmen wir mal, what if Merkel ist Obama. Ich muss das Fragezeichen nicht tippen, ich mach's trotzdem. Na egal. Was wäre, wenn Merkel Obama Wirklichkeit ist? Da bin ich mal sehr gespannt, wenn man die beiden. Oh Gott. Das sieht in klein schon schlimm aus. Oh Gott. Aber das ist doch nicht. Ist das wirklich Angela Merkel? Hat die blaue Augen? Okay. Ja, ist jetzt kein Töte-mich-Gesicht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, ja, machen wir das mal weg. What if, GZSZ ist, over, wenn GZSZ vorbei ist, wenn da was findet, ich glaube nicht. Oh, doch. Jetzt nicht böse an alle GZSZ-Fans, ne, ich mach einfach, was mir gerade in den Kopf kommt. Okay, da oben ist irgendwas mit GZSZ, glaube ich. In sein. Ist das jemand aus GZSZ? Das ist eher so ein Bild, ist over. Ach, over, drüber. Okay, Murphy Bolt muss eindeutig noch lernen. Okay, was machen die da? Nur mal so als Frage, was? We are falling. Okay. Was wird mir noch Schönes ein? What if a dog is a cat? Macht das Sinn? Für Murphy Bot, ja. Wollen wir doch mal sehen. Oh Gott, nein, nicht wieder dieses Katzenbild. Nicht wieder dieses Katzenbild. Töte mich. Also ich glaube, der Hund war auch mal sehr schön, der zwei verschiedene Augenfarben. Aber so? Warum nimmt er das bei Katze? Das ist ein Katzenkostüm, ja, aber. Okay, warte. Das muss ich jetzt ausnutzen. What if Cat is a Dirk? Jetzt frage ich mich, kommt da das gleiche raus? Wir fragen es andersrum. Ich kann mir vorstellen, das Gesicht von dem Mädchen und. Oh Gott. Oh Gott. Es sieht interessant aus. Ja. Es ist anscheinend wieder irgendeine Person im Kostüm, aber dann das, ja. Wollen wir es einen Namen geben? Machen wir es mal deutsch. Katzenhund. Hutze. Es ist eine Hutze. Hutze. Es ist eine Hutze. Ich glaube, die Folge nenne ich und die Hutze. Nein, oder? Na, egal. Machen wir weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Problem ist, ich nehme hier gerade mit einem anderen Programm auf. Das heißt, ich habe die ganze Zeit keine Uhrzeit im Auge, was ich normalerweise habe. Und das könnte dann also ein bisschen Überlänge haben. Ich werde es am Ende noch schneiden, also vielleicht kriege ich es ja noch hin, dass es normal länger hat. Ich dachte mir da auch so 20 Minuten wie immer, aber wir schauen mal. What if Batman is Superman? Warum tippt er nicht? Jetzt tippt er wieder. Gut. Vor kurzem kam ja ein schöner neuer Film raus. Schauen wir mal, was wäre, wenn sie eins wären. Oh Gott, das sieht ein kleines schon wieder böse aus. Das ist doch nicht. Das sieht aus. Das ist doch nicht. Das ist doch der Joker. Ich habe doch nicht Joker eingegeben. Na, Batman.
Okay, das Erste, was man unter Batman findet, ist nicht Batman, sondern der Joker. Aber mal ganz ehrlich, würde so Superman aussehen, also so mit Gesicht und so, dann könnte ich langsam verstehen, warum Batman den nicht mag. Weißt du, wäre der mir auch nicht sympathisch. Okay, haben wir noch andere Superhelden? What if... Oh, ich bin ein Deadpool-Fan. Ich guck mal kurz an mir runter. Nein, kein Deadpool-T-Shirt. What if Deadpool is dead? Weil er kann ja nicht sterben. Oh, der macht Punkte. Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Er sagt ja nicht, er kann es nicht. Also heißt jetzt nur, es dauert länger? Was hat er vorher auch nicht gemacht, wenn es länger gedauert hat? Da haben wir anscheinend Murphy-Bot jetzt ganz schön. Oder es sind einfach Wörter. Dead, vielleicht ist es irgend so ein böses Wort, weil ich denke mal, man darf da auch nicht andere Wörter drin suchen. What if Merkel ist Charlie Chip? Schreibt man den so? Ich versuch's mal. Weil Politik macht die nicht, die macht Comedy, wenn man mich fragt, da vorne immer. Och nein, das ist doch... Also ich finde, das hat er gut gemacht. Also, ich sehe nicht unbedingt, dass es Barbara ist. Es könnte einfach eine sehr seltsam aussehende Person sein. Ja, aber Max scheint wirklich blaue Augen zu haben. Ja, nein, also da muss man wirklich sagen, das kann der Cleverbot, würde ich sagen, Murphy. Okay, what if we gehen mal jetzt einfach, your girlfriend is a man, wenn deine Freundin ein Mann wäre. Oh, da hat er sogar auch was. Oh Gott. Ich sehe dich. Das schneide ich raus. Oh Gott, was ist das? Ja, so sieht's aus, wenn deine Freundin ein Mann wäre. Would you marry me? Okay, weg damit. Okay, warte mal. What if a computer game? What am I with the game? Jetzt formuliert man das in Englisch. Mein Englisch ist schlecht. Ich muss jetzt echt mal was überlegen. Was wäre, wenn ein Computerspiel rule the world? Ich glaube, das kann man so am besten definieren. Wenn ein Computerspiel die Welt beherrschen würde. Ich denke da gerade an so Filme wie Tron. Aber ich denke, da hat er keine Antwort drauf. Okay, what if let's plays? Warum schreibe ich groß? Das gibt's in Englisch nicht. Ist das ein Eigenname? Let's plays? Ist das ein Eigenname in Englischen? Das frage ich mich jetzt wirklich. Aber egal, what if let's play? What if let's plays are the devil? Was wäre, wenn jetzt Plays der Teufel sind? Ob er da jetzt was draus kriegt? Warum habe ich Plays schon wieder groß geschrieben? Ah, das kann er nicht, okay. What if my mom is the devil? Huch, so. Nichts gegen meine Mutter? Was? Oh, please upload a photo. Oh, das ist gut. Das kann man anscheinend auch machen. Und zwar, ich sage ja meine Mutter. Und er möchte im Prinzip jetzt ein Foto haben von meiner Mutter. Und es wäre 10 Minuten halt dann oben und ich könnte halt die Fragen zu meiner Mutter stellen, aber nein. What if your mom is the devil? Da ist meine Mutter nochmal gut davon gekommen. Ja? Ich hoffe, Murphy hat ein Foto von seiner Mutter. Ja, hat er. Das ist schön. Oh, es sieht schon mal vom Kleinen her... Ja gut, das ist jetzt ein bisschen sehr pixelig. Also abgesehen vom Gesicht wäre seine Mutter ein hübscher Teufel. Wobei, für mich sieht es nicht aus wie ein Teufel, sondern eher wie ein Succubus.
Okay. What if you are not a bot? Was wäre, wenn er kein Bot wäre? Das kann er sogar beantworten. Oh Gott, was ist das? Es sieht aus wie ein Bibi-Gesicht auf einen alten Mann. Was? Ist das? Also, you are, das ist ja immer der Hauptfigur. Das ist also Murphy. Und das ist, wenn er kein Bot wäre, sondern ein Baby. Okay. Jetzt habe ich eine Idee. What if? Ich habe eine Idee, ich weiß aber nicht, wie man schreibt. Pinocchio? Schreibt man den so? Ich weiß es nicht. Moment. Sieht man hier irgendwas? Ja, Klapperbot haben wir noch auf. Ich muss jetzt Pinocchio. So. Dann hatte ich es auch richtig. Was? Is a real boy. Also theoretisch könnt ihr jetzt einfach ein Bild nehmen. Hätte es ja, also ohne zu mischen. Aber oh Gott. Also der Blick der Nonne sieht auch ein bisschen teuflisch aus. Und dann das. Wie hieß der Film nochmal mit diesem Horrorclown? Da soll es ja auch ein paar neue Teile geben. Wollen wir das den Machern schicken? Da hätten sie schon mal eine gute Idee. Interessant finde ich auch, dass er hier einen Kampfjet oder sowas hält. Ja. Ja, Pinocchio war anscheinend schon immer ein seltsamer Junge. Okay. Machen wir noch ein letztes. What if? Jetzt brauchen wir wirklich den Knaller überhaupt. What if? Atomic Bomb is a Bonbon? Atom. Ich weiß nicht, schreiben die im Englischen Bonbon? Eigentlich muss. Ja, okay. Wahrscheinlich Atomic Bomb wieder so ein Begriff, den ich möchte. What if. Ich möchte noch irgendwas. What if. Nehmen wir nochmal eine Berühmtheit. What if. Oh, wie hießen die einen nochmal? Ich muss googeln. Man sieht, was ich unten alles so schön aufhabe. Katja. Katowice, genau. Also, für die sie noch nicht kennen, das ist ja. Hier sieht man schon ein bisschen, was die auf YouTube macht. Is not real, wenn sie nicht echt wäre. Sondern nur ein böser Traum von uns allen. Oh, das macht er sogar. Das finde ich jetzt ein wenig. Das finde ich jetzt interessant. Was hat dieses Bild damit zu tun? Sie kommt doch nirgendwo vor, dass ich. Die ist nirgendwo drauf. Okay. Aber da möchte ich noch was machen. Doch nicht das letzte gewesen. Wenn man immer drin ist, ne? Machen wir irgendeine andere Berühmtheit? Ich glaube, damals hat Concrafter sich selber mit ihr gemischt. Dann machen wir das auch mal. Ja, ich finde auch ein Korazu. Mal sehen, was passiert, wenn ich das jetzt so mache. Ich weiß nicht, wer dieser Korazu ist. Wir können es später. Stimmt, man kann sich selbst googeln, sagt mir immer so schön. Okay, das scheint jetzt eine Band zu sein. Kurosu scheint immer was anderes. Er ist anscheinend Kurosu. Auf jeden Fall was Asiatisches, kann man sich bei dem dann denken, aber. Okay, das ist aber auch nicht Katja. Das ist auch nicht diese Katja. Okay, zum Schluss machen wir Murphy Potts scheinbar was Seltsames. Dann machen wir noch einen hier, weil wir es können. What if. Lass mich überlegen. What if. Bill Murphy? Was schreibe ich denn da? Nee, nicht Bill Murphy. Irgendeine andere gute Bürgerin. What if. The King of. Ich habe gehört, davon soll es neue Folgen geben. Da war ich auch neugierig. Also von King of Queens. Es.
eine andere Serie. Nehmen wir Supernatural. Auch eine Serie, die ich mag. Aber ich glaube, ich habe sie falsch geschrieben. Natural. Aber er macht was draus. Oh ja, ist das passiert, was ich mir dachte. Der Blick, das ist der eine so ernst, der andere so ein bisschen schmunzelig. So, stellt euch mal vor, das wäre keine ernsthafte. Okay, es ist manchmal witzig, aber es ist doch mehr auf ernst und düster gemacht. Aber stellt euch vor, es wäre so Mischmasch aus dem, was halt King of Queens ausmacht. Viel Sketches, Comedy und das Ernste, was er eher so darstellt, das könnte ich mir gut vorstellen. Wir sollten ein Queens of Natural, ein Super Queens. Okay, ja. Einen letzten. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. What if we ending this? We will. Wenn wir das beenden möchten. Oh, mein Englisch ist so schlecht. Nein, ich nehme jetzt nicht den Google Translator. Ja, okay. Was macht er eigentlich, wenn man dann sowas sagt? Okay, der kann wirklich nur mit What If. Gut, ich würde sagen, dann hören wir an dieser Stelle auch auf. Wir haben ein paar wirklich nette Sachen dabei gehabt, ein paar seltsame Sachen, aber grundlegend war... Oh Gott. Ja, das war eigentlich gut. Diese Katze und Ding, das ist unglaublich. Wir hatten doch noch... Erst mit Grund, das war einfach nur seltsam. Das war, ich weiß nicht, also Lefolto mit durchdrehendem Körper. Na gut. Ja, ich glaube, das war es schon, ne? Ja. Das war ja hier dieses. Ich glaube, das nehme ich ja Thumbnail. Da müsste ich es mir noch speichern. Okay. Also, ich hoffe, ihr hattet hier Spaß. Ihr könnt selber, wie gesagt, diesen Murphy-Bot ganz einfach euch adden. Auf verschiedensten Plattformen inzwischen schon. Also, ich habe bei Skype ihn drin, man kann auch sich bei Messenger oder Telegram holen, später auch noch auf anderen Plattformen. Ist ganz witzig, mal ganz unterhaltsam so in einer Gruppe. Falls ihr sagt, oh, das war ja lustig, möchte ich nochmal haben, gerne. Ihr könnt auch schon runter so ein paar Fragen schreiben, dann werde ich mir das irgendwo speichern und wir können da gerne nochmal eine Folge draus machen. Wir können auch gerne den Akinator mal befragen oder den Cleverbot ein bisschen zum Gespräch einladen. Wie man sieht, ich habe jetzt ein bisschen was anderes mal gemacht als halt ganz normal Let's Plays. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern, auch mal mich ein bisschen sprechen zu lassen, weil in Spielen, ihr wisst es, ich rede ein bisschen wenig, weil ich doch irgendwie, ja, mich immer drauf auf Spielen eher konzentriere, weil ich so schon schlecht bin und wenn ich nebenbei noch kommentiere, ja, ihr habt es in Medal of Honor gesehen. Wollen wir nicht weiter drüber reden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, Kommentare, immer gern Kritik. Ich werde auch noch einiges meine Agenda aufnehmen, weil ich schon ein paar Sachen gesagt bekommen habe. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ne? Däumchen. Okay, lassen wir den Quatsch. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns vielleicht wieder im richtigen Spiel, vielleicht was anderes. Ich bin da immer sehr spontan bei dem, was ich mache. Ich hoffe, euch gefällt's und mein chaotisches Ich ist nicht allzu chaotisch für euch. Und ich würde sagen, dann bis dahin zockt, denn das macht Spaß.